Moin meine lieben Freunde und willkommen zurück bei Gametastic. Hier ist euer Raphael und ich habe heute eine weitere Ausgabe unserer Community-Franchise hier in Madden NFL 21 für euch. Und ja, wir stehen bisher weiter. 4-0, ungeschlagen tatsächlich. Und der heutige Gegner sind die Patriots. Hier stehen 1-3. Nicht so einen guten Start erwischt bisher. Aber vielleicht klappt es ja heute gegen unsere Denver Broncos. Wir hoffen natürlich nicht. Wir hoffen natürlich auf den 5. Sieg in Folge. Danach kommen die Dolphins. Da wird es dann schwer. Aber Daniel, ach, ganz ehrlich, einfach, wir hauen ihn einfach weg, oder? Wir hauen ihn doch einfach weg. Das ist, egal, weg. Daniel gewinnt zwar immer alles und wir haben noch nie gegen ihn gewonnen, aber ist egal. Ja, in Woche 6 gibt's Sushi. So sieht's aus. Ja, das habe ich Daniel auch schon geschrieben, im Discord. Er weiß Bescheid, in Woche 6 gibt's Sushi. Das ist auch alles okay. Wir schauen uns aber zunächst nochmal an, wie die letzten Spiele in der Liga ausgegangen sind. Und bei uns weiterhin, ja, wir vor Martin, beide 4-0. Dann die Chargers mit 3-1 und die Chiefs mit 2-2 am Start. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze hier weitergehen wird. Wir schauen uns den Schedule an. Wie ist die letzte Woche denn insgesamt einfach so ausgegangen? Und das kann ich euch hier sagen. Wir haben ja gegen die New York Jets knapp gewonnen, 21-14. Die Cardinals gewinnen ja deutlich gegen die Carolina Panthers mit 31-3. GG hier an Tim. Die Ravens unterliegen Matthias mit 17-45. Also leider keine neue Erfolgsstory aus Baltimore. Die Steelers gewinnen 28-18 gegen die Titans. Die Chargers 35-31 in einer knappen Partie triumphieren sie über die Tampa Bay Buccaneers. Die Seattle Seahawks unterliegen den Miami Dolphins. Ja, wie gesagt, Daniel ist ein guter Spieler. Die Indianapolis Colts mit Simon gewinnen bei den Chicago Bears mit 25-14. Die Jacksonville Jaguars von Philipp gewinnen 37-10 gegen die Cincinnati Bengals. Die Browns schlagen die Cowboys mit 28-24. Die Detroit Lions gewinnen in echt gegen die Saints 24-17. Nicht in echt, aber hier in der Liga. Und die Houston Texans 26-21. Sieg über die Vikings. Auch hier Giants Rams. Sehr, sehr high scoring Game. 38-35 für die Giants. Und dann noch knapper, 28-27, die Las Vegas Raiders gegen die Buffalo Bills. Hier mit einem Punkt Vorsprung Martin gewonnen. Nicht übel. Die Patriots haben ihren ersten Saisonsieg geholt. Sie schlagen die Chiefs mit 31-14. Also vielleicht geht es heute weiter. Wie gesagt, muss man mal sehen. Die Eagles und die 49ers 21-25. Auch das gewinnt San Francisco. Der gute Björn hier, ja, relativ knapp. Und dann noch Packers gegen Falcons. Deutlicher Sieg von Marvin über die Atlanta Falcons 42-28. Das sind also die Partien der letzten Woche. Wir schauen nochmal, welche Spieler, welche Teams weiterhin ungeschlagen sind. Das dürften nicht mehr allzu viele sein, aber wir werden uns das natürlich hier einmal anschauen. Es sind auf jeden Fall die Broncos und es sind auf jeden Fall die Raiders. Und dann kommen noch dazu die 49ers. Der gute Björn auch weiterhin ungeschlagen. Wir sind das schwächste Team der ungeschlagenen Teams, was die Punkte angeht. Aber ganz ehrlich, da scheiße ich drauf. Ja, Don Rafa scheiß drauf, ja. Der Sieg zählt ungeschlagen 4-0. Was will man mehr? Wir gehen jetzt hier rein in die Partie. Ja, es steht natürlich wieder ein weiterer überragender Sieg hier auf der Tagesordnung. Und ich hoffe, wir können den heute holen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel und ich hoffe, es wird eine geile Partie geben. Und bevor wir reingehen, natürlich noch die Personalien auf dem Schirm hier. Ja, 4 Jahre, er ist 26 Jahre alt. Wir signen ihn auch gerne für diese 4 Jahre, bis 31 Jahre. Wir signen ihn 4 Jahre, geben ihm das Angebot auch ab, was er eben im Großen und Ganzen einfach haben möchte. Und wir schauen mal, ob wir Justin Simmons damit... Ja, das war ja klar. Also sagt er erstmal nein. Schade! So, ja, die Partie steht an. Ich bin sehr gespannt, ob unsere Denver Broncos heute was Gutes zeigen können. Und wenn ja, was sie zeigen können. Der erste Ball, direkt mal ein guter Wurf von Drew Lock auf Cortland Sutton, der ja ein echt, ja, verletzt ist, das wissen wir. Bei uns weiterhin natürlich wichtig. Er hat ein bisschen Moral verloren, weil er im letzten Spiel nicht die Touches bekommen hat, irgendwie, die er haben wollte. Aber ganz ehrlich, das ist nicht das, wonach es mir hier geht. Ich will gewinnen und wir haben im letzten Spiel gewonnen und das ist für mich auch erstmal primär Ziel Number One.
deswegen für mich soweit erstmal ja, alles gut, alles weiter im Rahmen und kein Problem. Philipp Lindsay, ich bin mir noch unsicher, ob wir den tatsächlich verlängern sollen. Das werden wir hier noch sehen müssen. Schöner Screenpass hier auf jeden Fall von Drew Lock auf Lindsay, 3. und 2. Das ist natürlich jetzt eine enge Geschichte, aber auch da versuchen wir jetzt einfach mal relativ zügig und gut hier mit einem First Down irgendwie rauszukommen. Jerry Jeudy, Cortland Sutton, Noah Fant. Und da ist Cortland Sutton zum First Down. Hat lange gedauert, bis er frei war, muss man sagen. Aber am Ende hat es hier doch ganz gut geklappt. Nur 39 Yards sind in die Endzone. Darius Geis ist da. Und holt zumindest mal 3 Yards Raumgewinn hier raus. Ah, viele Leute außen, da laufen wir durch die Mitte hier. Und das sollte eigentlich wieder ein sehr solider Lauf sein. So ist es auch. Philipp Lindsay macht das gut. Und aktuell ist unser Ziel natürlich definitiv hier irgendwie einfach und schnell irgendwie den First Down hinzubekommen. Und das gelingt uns hier mit Darius Geis auch erstmal den First Down sichern. Sehr, sehr gut. Cushenberry hat ja, echt seine Schwierigkeiten gehabt. Ja, wir machen den Toss auf die andere Seite. Ich kann aber den nicht in Motion setzen. Ja, es ist doch scheiße. Ich hätte den Toss. Ich habe geahnt, dass es nicht gut ist. Aber ich spiele ihn trotzdem. Da muss ich doch schon wieder mich selber hinterfragen, einfach in dem Moment, ob das überhaupt noch so smart ist oder nicht. So, jetzt versuchen wir mal einen schnellen Pass hier irgendwie anzubringen. Ja, Jack Butt macht das gut. Jawohl. Erstmal ein paar Yards Raumgewinn gesichert hier. Ich habe Angst vor diesem Play. Aber es wird werden. Jerry Jeudy in der Mitte. Das ist ein First Down. Ja! Wir spielen relativ ruhig, relativ gelassen. Und das ist das, was ich sehen will. Auch hier wieder schauen, was passiert. Boah, Fumble. Freeman. Junge, lauf wenigstens mal hier ein bisschen wieder nach vorne. Alter, 12 Yards Raumverlust durch den Fumble. Das schmerzt, das sage ich euch, wie es ist. Das schmerzt ganz erheblich. 2021. So, neues Play, neues Glück. In der Mitte frei, Philipp Lindsay für einen guten Raumgewinn wieder. Wir hätten vielleicht auch den Touchdown. Ich weiß nicht, ob wir den Touchdown hätten werfen können. 3. und 8. Wieder wichtiges Play. Cortland Sutton, Jerry Jeudy. Alles Jungs, die hier frei werden können. Nicht müssen, aber können. Allen voran Sutton. Und dann sicherer Catch von Jeudy. Super wichtig, dass er da runter geht und den Ball hält. So, Geis ist der Mann fürs Grobe. Ab durch die Mitte. Platz ist da. Touchdown. Jawohl. Führung ist da. Sehr schön. Solider Drive auf jeden Fall von uns. Relativ ruhig geblieben. Und das ist natürlich auch super wichtig, einfach für uns, um hier gut in die Partie zu kommen. Jetzt schauen wir mal, was die New England Patriots das anbieten, was Marco uns anbietet. Ah, da ist Guy verletzt auf seiner Seite. Sehr ärgerlich. Also Verletzung wünscht man natürlich keinem. So, los geht's. Cam Newton, die New England Patriots mit dem ersten Drive für Kareem Hunt. Für die ersten 3 Yards Raumgewinn. Newton natürlich ein Quarterback, der potenziell auch scramblen kann. Darauf sollten und darauf müssen wir auf jeden Fall achten. Und auch versuchen hier einfach defensiv einen guten Druck aufzubauen. Ja, gut gemacht, Julian Edelman. Boah, Junge, ey. Ja, da war was. Das war eine Slant. Und da hat hinten und vorne was nicht gestimmt. Gutes Play. Gutes Play von den New England Patriots. Der Fehler war bei uns irgendwo. Aber da hat uns extra Punkt hier daneben. Kickmeter sollte allerdings jetzt besser sein. Also da eigentlich der Leck nicht mehr so sehr anzutreffen. Trotzdem, der extra Punkt hier nicht gut.
So, wir gehen hier für den Lauf. Ich sehe hier potenziell Platz und der war auch da. Philip Lindsay macht das gut. Neuer erster Versuch. Wir dürfen uns davon jetzt nicht irgendwie abschrecken lassen. Ja, ein guter Touchdown, schneller Touchdown. Aber das ist jetzt nicht das, was hier das Spiel irgendwie für oder gegen uns entscheiden wird. Cortland Sutton, sehr schön. Drew Lock, 8 von 8. Kommt solide irgendwie rein. So, neues Play. Noah Fant zum First Down, sehr schön. Drew Lock weiterhin mit einer perfekten Bilanz hier in der ersten Halbzeit. So, neues Play, neues Glück. Sutton zum First Down. Eventuell jetzt der Druck direkt da zum Start. Da hinten in der Mitte ist er frei. Philip Lindsay wieder schön hier den Ball gefangen. Er bewirbt sich auf jeden Fall für weitere Spielzeiten hier im Denver Broncos Jersey. Das kann man anders nicht sagen. Macht sich gerade so ein bisschen unverzichtbar. Judy, Jerry Judy. Sehr schön. Wirklich, bisher wirklich ganz, ganz abgeklärt. Und ganz, ganz ruhig hier in dieser ersten Halbzeit. Ja, da ist Platz in der Mitte. Er pincht zwar jetzt die Line, aber ich bin da trotzdem sehr, sehr confident, dass das reichen wird. Ja, und so ist es auch. Philip Lindsay mit dem nächsten Touchdown für uns in dieser Partie. Und auch der Extrapunkt sollte gut sein. Und so ist es. 14 zu 6 jetzt der Spielstand. Ich bin gespannt, ob die Patriots wieder so schnell ausgleichen können oder ob wir jetzt vielleicht ein bisschen einen längeren Drive, zu einem längeren Drive einfach zwingen und am Ende dann vielleicht auch einen Turnover forcen können. Ich bin sehr gespannt, ob uns das gelingt. Unser Gameplan bisher wirklich kurze, schnelle Bälle und richtige Attacken setzen. Das hat bisher ganz gut funktioniert. Guter Mix aus Lauf- und Passspiel, kurzen und längeren Bällen bisher. Ja, ich bin bisher tatsächlich zufrieden. Wieder ein Big Play abgegeben. Wieder ein Big Play. Newton 2 von 2 für 94 Yards. Und das gefällt mir natürlich nicht. Sage ich euch, wie es ist. Das gefällt mir nicht. Jetzt gehen wir in die Manndeckung. Auf Cam Newton achten. Den Running Back achten. Ja, und das haben wir erstmal ganz gut verteidigt. So, 3-4 Bear Formation. Es ist ein 3-4. Oh, wieder ein gutes Play. Wieder ein gutes Play. Und es ist hier Big. Big Play Patriots Time. Ja, das ist erstaunlich. Das hat uns kein Gegner in der letzten Zeit mit so massiven Big Plays großartig gefördert. Zumindest nicht so kontinuierlich, wie das eben jetzt hier der Fall ist. Und das wundert mich tatsächlich ein bisschen. 33 Yards in die Endzone. Das sieht natürlich wieder nach ersten Punkten aus. Und das ist wieder ein guter, schneller Pass hier von den Patriots. So, wir gehen jetzt hier auf Druck. Wir gehen jetzt hier mal komplett auf Druck. Und ich bin gespannt. Jawohl, das funktioniert. Das funktioniert. Von Miller ist durch. Schneller, guter Sack hier, um mal zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat, um einfach mal ein bisschen den Druck zu erhöhen. Das hat ganz gut funktioniert tatsächlich. Ein neues Play, kein Lauf. Und da ist die Interception. Jawohl. Johnson, genau das wollten wir. Genau das. Druck und dann die Interception, Turnover, optimal für uns einfach gelaufen hier. Ja, schönes Play, Philip Lindsay. So, Judy könnte natürlich frei werden, Lindsay würde ich eigentlich auf so einer kurzen Drag Route sehen, als Checkdown, Butt auch. Eine gute Option, schwach, dann leider geworfen, inaccurate pass von Drew Lock, der Erste, der daneben geht. So, neues Play, neues Glück. Und das ist der Fumble und den haben wir direkt, oh, zum Glück selber wieder gefangen. Eieieiei, aber massiv Druck hier da. Massiv Druck, hat er super gemacht. Aber wo kam denn der Druck her? Also das war brutal. Ja, und der Punt ist, der wird okay sein, aber der wird uns trotzdem in die Situation bringen, dass hier Punkte stehen können noch. Und ich glaube, er wird es schwer haben, eine Dime Formation Cover 4 zu verteidigen. Deswegen spielen wir jetzt eine Cover 4 Formation, vielleicht der Lauf.
Über die Mitte, den können wir zur Not noch mit Watkins ein bisschen abfangen. Und so ist es auch. Der Lauf kommt über die Mitte. Er versucht hier Richtung Field Goal zu gehen, aber es wird ihm natürlich viel Zeit kosten. Und ich weiß nicht, ob er das jetzt wirklich nur bis zum Field Goal durchziehen will. Incomplete, sehr schön, dritter und fünf. 30 Sekunden. Ja, jetzt hat er nämlich eine schlechte Situation. So, Man Coverage ist da. Ja, das ist ein First Down, glaube ich, knapp. Und er kommt Richtung Field Goal Range. Also er kämpft hier. 37 Yards in die Endzone. Und da ist der nächste Pick. Und ich wusste, er wird es ausnutzen wollen mit so einem kurzen Ball. Und den haben wir gut gepickt. Sehr schön. Ja, der Druck ist auf jeden Fall groß. Ja, könnte eine Pass-Interference sein, aber auch der Pass könnte gut sein. Wir declinen das und an der 34 stehen wir jetzt. Sehr schöner Ball wieder von Philip Lindsay. Meine Güte, Lindsay sage ich schon, Jerry Judy war das. Was läuft Jerry Judy für Routen? Überragend. Und das ist genau das, wofür ich den Jungen will. Und dafür ist er da. Dafür ist er da! So, 15 Sekunden. Es ist nicht mehr allzu viel Zeit tatsächlich. Ich bin gespannt, die nächste Flag wieder auf dem Feld. Und auch die, die kleinen wir. Und eine Flag. Von uns. Wir haben, was haben wir denn gemacht? Ein False Start wahrscheinlich. Oh, ich wollte hier laufen. Jetzt kriegen wir eine False Start Flag hier. Da kommt keine Freude auf, das kann ich euch sagen. Mann da. Judy ist zum Touchdown. Ja. Ja, voll! Jerry Judy stand da ganz alleine. Komplett alleine gelassen. Da stand kein Verteidiger in der Nähe. Und das haben wir natürlich entsprechend versucht irgendwie zu nutzen. 21 zu 6. Wichtig! Sehr, sehr konstant bisher. Sehr, sehr konstant. Und ist auch gut zum Ende der ersten Halbzeit. Das nur irgendwie hier versucht zu nutzen, den zweiten Turnover. So, wir bleiben mal in der Man-Coverage. Er probiert es natürlich jetzt auch. Er will die Punkte sehen. Incompletion. 4 Sekunden noch auf der Uhr. Jetzt kein Big Play erlauben. 4 Sekunden noch auf der Uhr. Und das ist bitter. Das tut weh. Justin Simmons, der muss eigentlich dafür gehen. Hat er ein Glück, Mann. Ah, gerade so noch bekommen. Das wäre es hier gewesen. Das wäre es gewesen. Das wäre eine ganz deutliche erste Halbzeit geworden. Justin Simmons. Beinahe mit dem Pick 6. Beinahe. So, mal sehen. Cam Newton, Kareem Hunt. Da wird natürlich wieder irgendwas kommen. So ein weiser Spruch, irgendwas wird kommen. Ach gut, irgendwas wird kommen, Leute. Macht mal, guckt mal genau hin. Irgendwas wird schon kommen. Ich erzähle aber mal einen Stoß da. Okay, wahrscheinlich manchmal. Immer öfter wahrscheinlich. Ich bin gespannt, was sie jetzt machen werden. Links war er frei. Schön gespielt. Wieder ein gutes Play. Also entweder sie machen hier gefühlt 20 Yards oder eine Interception. So kommt es mir gerade vor. Wieder ein neues Play. 49 in die Endzone. Ja, das hat er gut gesehen. Da hat er schnell reagiert. Und wir lassen wieder die Big Plays hier zu. Wir lassen wieder ein Big Play zu. Aber er hat es gut gemacht. Er hat es gesehen. Und er hat genau gesehen, Man Coverage auf dem Running Back. Da war rechts komplett frei. Gute Entscheidung jetzt hier getroffen. Das ist auch ein bisschen die Unzulänglichkeit unserer eigenen Performance in der Defense, defensiv, bis auf die Interceptions.
Wir haben zu viel Big Plays einfach zugelassen. Das ist einfach ein Fakt. Und Fumble, und das ist der Ball. Das ist bitter. Ich glaube, er wollte diven und hat den Ball weggeschmissen. Ich bin mir nicht sicher. Kann man sich das nochmal in der Wiederholung angucken? Nee, können wir nicht machen. Ich hätte es mir gerne angeschaut. Aber das ist natürlich bitter. Aber gut, das hätte jetzt am Spielstand. Gut, das hätte den Spielstand nochmal in eine andere Richtung irgendwie bringen können. Ja, und dann haben wir dasselbe Ding, aber wir fangen den Ball. Das ist so scheiße mit dem Diven. Du musst es zweimal drücken und das Timing dafür ist so beschissen. Das ist wieder so ein typisches Ding. Da wurde was verbessert, was nicht hätte verbessert werden müssen, in meinen Augen. Und dann sitzt du oftmals da mit solchen problematischen. Oh, Drew Lock direkt unter Druck hier. Ja, beide Seiten fangen jetzt, glaube ich, an, hier ein bisschen mehr Druck irgendwie reinzubringen in die Partie. Ja, Lindsay, schade. Das hat nicht funktioniert. Empty Stick Nut. But auf einer eindeutigen Man-Breaking Route. Oh, eine Man-Coverage. Ist es hier eher nicht. Noah Fant auf der Streak. Lynn Judy auf der Streak. Ja, Flag. Wieder die passen dir für uns defensiv. Ne, Graham Glasgow diesmal. Middle Penalty gegen uns. Und dann punten wir doch gerne in der Situation. Wir sind immer noch, wie gesagt, relativ komfortabel zum Glück vorne. Kein guter Drive, keine guten Plays jetzt hier von uns diesmal. Das haben wir in der ersten Halbzeit schon besser gemacht als gerade. Boah. Ah, wieder ein Lauf und das ist ein guter Lauf. Das ist wieder ein Big Play. Also wirklich, ja, mit den Big Plays hält er sich hier komplett drin. Ne? Und ich verstehe nicht, wo das herkommt, dass wir das auf einmal zulassen. Ich meine, die O-Line ist richtig gut, der Patriots, aber ist es das? Ist das der Unterschied hier? Und das ist natürlich gefährlich, weil du bist jetzt trotzdem nur ein Play hinten und ein Fehler, noch ein Big Play. Da musst du aufpassen. Viel zu viele Big Plays, das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich, weil die defensive Leistung, die sonst durch die Interceptions so eigentlich gut war, wird dadurch ein bisschen geschmälert. Aber wie gesagt, es wundert mich so ein bisschen, wo das alles herkommt. Noah Fant mit einer Flag hier auf dem Feld gegen Hightower. Ja, die nehmen wir natürlich ab an. Wieder Jerry Jeudy. Neuer First Down in der 32. Two-Possession-Game wäre damit safe. So, wieder ein neues Play. Und da ist Jerry Jeudy. Was für ein schönes Play. Was für ein schönes Play. So, neues Play. Da hinten wieder Jeudy. Es ist wieder Jeudy, aber er hält den Ball nicht fest. Er war wieder frei. Aber er hält diesmal den Ball nicht fest. Das ist der Unterschied. Er hält diesmal einfach den Ball nicht fest. Und da ist Geis. Touchdown. Yes. Wieder bessere offensive Drives. Schöne Plays dabei gewesen. Wieder Druck ist da. Von Miller mit dem Druck auf Cam Newton. 6 von 12, 3 Interceptions. So, es sieht nach einem Cover 3 aus. Cover 4 oder Cover 2. Ist es nicht. Ah, kein First Down, aber trotzdem wieder ein guter Lauf hier von Sonny Michel. So, wir täuschen mal den Blitz an. Ist kein Blitz. Ist ein kurzer Pass. Ja, schöner Ball. Kommt gut an. Wieder ein schönes Play. Wieder durch die Mitte. Gute Route hier, um den User oder so natürlich zu täuschen. Also die Defensive gefällt mir heute nicht, aber es liegt auch an der guten O-Line.
Der Patriots, und das zeigt uns, dass wir gegen Teams mit einer guten O-Line, dass wir es da verhältnismäßig schwer haben könnten. Nicht müssen. Aber es ist zumindest im Bereich des Möglichen auf jeden Fall. Neues Play. Oh, das ist eine folgenschwere Interception. Und dass er da runterfällt und auf dem Boden liegen bleibt, ist wirklich das Beste, was den Gegner noch passieren konnte. Ansonsten wäre das hier der erste Pick 6 seiner Karriere geworden. So, neues Play. Boah, viel Druck. Und das ist wieder mal Jerry Jeudy. Und das ist diesmal, ja. Jerry Jeudy, warum sage ich Jerry Jeudy? Das ist Drew Lock und der lässt den Ball fallen. Nächster Fumble, der hält den Ball nicht fest. Der fumbelt und fumbelt und fumbelt und fumbelt. Und jetzt steht es hier 28-20. Das ist nicht gut. So schnell kann das gehen hier. Wir waren drauf und dran, den Sack zuzumachen. Weiter ein Score. Und wir hatten jetzt schon einige Plays liegen lassen. Gerade eben der Feld auf dem Rücken. Ja, dann lassen wir viele Big Plays zu. Vor der ersten Halbzeit Pick 6 knapp verhindert. Ja, und hier ein Fumble, Chance genutzt und wieder dran, ne? Muss man einfach sagen, wie es ist. Lindsay durch die Mitte einen kleinen Raumgewinn geholt. Ja, da sehe ich ein bisschen Platz in der Mitte. Ich sehe da ein bisschen Platz in der Mitte. Deswegen laufen wir auch hier wieder in der Situation. Jetzt haben wir den dritten und zwei. Und auch den dritten und zwei werden wir hier holen mit Philipp Lindsay. Und er macht das gut. Sehr schön. Der kämpft hier wirklich um seinen Platz. Wieder neuer erster Versuch über Jerry Jeudy. Ja, man sieht schon, sie kommen jetzt mit Druck. Sie versuchen jetzt mit Druck zu kommen. Jack Bart, natürlich müssen wir dann irgendwie den schnellen Pass nehmen. Wieder ein Lauf. Philipp Lindsay. 11 Rushes, 56 Yards, ein Touchdown. Heute für ihn. Also jetzt müssen wir natürlich ein bisschen die Zeit irgendwie auch von der Uhr nehmen. Lindsay. Sehr schön, Lindsay. Ach, der Junge gibt heute einfach alles. Der Junge gibt heute einfach alles. Und das ist das, was ich von diesem Junge auch sehen will. Das ist einfach die Realität, das will ich sehen. Und ich denke, wir sind hier jetzt auf einem guten Weg, hoffentlich, den Sack zuzumachen. Wir haben es uns selber schwer gemacht. Viele gute Big Plays auf Seiten der Patriots bisher da gewesen. Und Darius Geist staubt den Touchdown wieder ab. Es ist, ich kann es nicht erinnern. Der Boy staubt den Touchdown ab. Es ist hier, aber wir spielen hier auch als Mannschaft. Wir haben zwei gute Running Backs, die werden beide eingesetzt. Und das ist auch sinnvoll, hier das ein bisschen zu splitten. Beide fit. Ab dafür. 35-20. Führung nochmals ausgebaut. Und ich hoffe, das reicht jetzt. So, wir schauen mal. Jetzt müssen eigentlich hier die größeren Plays kommen. Incompletion, der erste Ball. Ja, ist eine konzentrierte Partie. Ich versuche konzentriert zu sein. Deswegen bei manchen Plays auch erst hinterher ein Call von mir. Aber ich will hier natürlich versuchen, irgendwie den Sieg mitzuholen. Und das haben wir jetzt hier auch gut verteidigt, den Lauf. Jetzt kommt wieder der Lauf. Ich glaube, er versucht es einfach. Also viele Teile sind jetzt auf dem Feld. Und das ist wieder die folgenschwere Interception. Ja, und da hätten wir vielleicht links weiterlaufen sollen. Aber wir haben es heute nicht so, die Chancen, die wir da noch kriegen, tatsächlich auch nochmal zu verwerten. Geist spielt aus der Strong- und I-Form-Formation, weil er als Power-Running-Back irgendwie da drin ist. Und wir lassen natürlich jetzt die Zeit laufen. Oh, Junge, lauf. Aber gerade wieder, das ist... Habe ich jetzt nicht geschafft. Ich glaube das echt nicht, ey. Meine Güte da. Meine Güte. Lassen wir ihn gleich anlaufen und schauen mal. Das hätten wir nicht geschafft, glaube ich. Boah, schöne Verteidigung. Lindsay zurück. Hat nur einen Touchdown. Das ist echt bitter für ihn eigentlich. So, O-Line jetzt verstärken. McCurdy wird da geusert. Ach. Schwacher Ball. Ganz schwacher Ball. Also aus den Turnovern haben wir heute zu wenig gemacht. Trotzdem jetzt hier nochmal
Das Field Goal, damit sollten wir wirklich safe sein. Unten ist immer noch die Anzeige komplett buggy. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Jetzt kommen natürlich die tiefen Bälle. Also eigentlich muss er jetzt kommen mit den tiefen Bällen. 2 Minuten 10. Ich meine, die Falcons, die schaffen das natürlich, sowas zu verspielen. Aber mir fehlt der Glauben, dass es den Patriots hier auch gelingt. Wieder ein schneller Ball natürlich. Gleich 2-Minute Warning. Er kann versuchen zu laufen. Also es ist vielleicht ein Weg jetzt zu laufen hier. Wir gehen natürlich jetzt hier auf Nummer sicher. Verteidigen sehr, sehr tief. Und das ist kein Catch. Knapp. Ah, er war nah dran. So, an der 41. Wieder Cam Newton an der Center hier. Jetzt kommt der Lauf. Und ich sag ja, der Lauf könnte klappen. Eine Flag auf dem Feld. Das könnte ein Holding sein. Und so ist es tatsächlich auch. Das nehmen wir natürlich an. Ansonsten, ich bin eigentlich bisher ganz zufrieden. Wie gesagt, wir haben ein bisschen zu viel liegen lassen, glaube ich. Wieder eine Incompletion. 3. und 12. Cam Newton, ja, nicht der sicherste Spieler heute auf dem Feld. So, 3. und 12. Wichtiges Down für die Patriots. Den 4. Ja, den würden sie natürlich auch rausspielen in dem Fall. Und da ist die Interception mit unserem User Watkins. Und das war's in der Situation. Wir kriegen das Ganze jetzt natürlich nieder. Trotzdem gute Partie. Ja, von den Patriots. Wir haben es geschafft. 5. Sieg in Folge. Ungeschlagen. Bis zum nächsten Spiel. Dann warte Daniel. Dann wird es interessant. Aber ich gebe nicht auf. Ganz ehrlich nicht. Ich gebe nicht auf. Ich sehe es nicht ein. Ich sehe es nicht auch, warum ich hier aufgeben soll. Ich bin der Meinung, wir können jeden schlagen. Wenn wir uns konzentrieren. Wenn wir wirklich konzentriert spielen. Das ist nur die Schwierigkeit. Weil wenn ich hinten liege, dann wird es sehr schnell unkonzentriert. Und das ist dann manchmal problematisch. Trotzdem auf jeden Fall gutes Game an den Patriots Coach. Viele Big Plays hier heute mit dabei. Und wir schauen uns natürlich gleich die Statistiken noch einmal an in dieser Partie von unserem Team. Und wir haben Drew Lock mit dem 125er Passer Rating, 22 von 26 angebracht, 290 Yards, 94% Completion Percentage, ein Touchdown, keine Interception. Sehr, sehr schön. Rushing Yards. Da ist ganz vorne mit dabei Philipp Lindsay, zumindest bei uns. Kareem Hunt auf der Gegenseite. Receiving Yards, Jerry Judy, 129, freut mich persönlich sehr. Julian Edelman, Colin Sutton, dann auch nochmal Philipp Lindsay hier mit am Start gewesen tatsächlich. Judy wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Cortland Sutton auch. Und das finde ich so cool bei uns. Wir haben wirklich eine gute... Ich finde, wir spielen wirklich viele Spiele an. Wir haben 9-mal auf Judy, 5-mal auf Sutton, 4-mal auf Lindsay. Klar, Judy ist natürlich hier deutlich hervorgehoben. Aber er läuft doch gerade diese Outrouten und so wirklich sehr, sehr gut. Das wird der kommende Superstar, Wide Receiver Superstar in dieser Karriere werden. Ja, und das ist einfach ein Fakt. Ich freue mich sehr drauf. Er gefällt mir extrem gut hier als Rookie. Und er wird sich prächtig entwickeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Schreibt gerne Feedback unten in die Kommentare. Ja, checkt unbedingt die neue Folge von unserem Podcast aus. Ja, der ist natürlich auch online. Da findet ihr die Links auch unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Rafa von Gentestical.